das Zeugnis Jesu anzunehmen, liebe Schwestern und Brüder. Klingt einfach und ist doch so schwierig. Wer das Zeugnis Jesu annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Wir merken an diesem gewichtigen Wort, wie viel daran hängt. Dass es Menschen gibt, die das Zeugnis Jesu annehmen. Der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt. Man kann im ganzen Johannesevangelium, eigentlich im ganzen Neuen Testament nachspüren, dass der Geist Gottes eben nicht der Geist dieser Welt ist. Jesus sagt es ausdrücklich. Also kein Allerweltsgeist, der dann mal weht und in dem man sich dann wohlfühlt und dann hat sich der Fall. Sondern er hat klare Kriterien, dieser Geist, indem er Ordnung und Einheit bringt. Nicht in diesem deutschen Sinn von Ordnung, also als Aktenschrank. Indem er die Dinge an den rechten Platz bringt. Ihnen die Prioritäten einräumt, die sie haben. Gott an erster Stelle. Alles andere danach. Christus an erster Stelle, weil er Gott gleich ist. Alles andere danach. Bleiben wir mal bei dem deutschen Ordnungssystem, unser Schrank ist ein bisschen durcheinander gekommen. Das können wir Deutsche uns leichter vorstellen, wenn wir uns das ja mal das Weltgefüge einmal als Schrank vorstellen. Da gab es einige Beben und dann sind die diversen Fächer und Kästen sind durcheinander geworfen worden. Einige finden das toll und sagen, da hat der Heilige Geist aber mal richtig gewirkt. Er hat ihm dieses Ding mal durcheinander gebracht. Das Problem ist, wenn wir es denn nicht wieder hinkriegen. Die Christenheit ist ja in einem solchen Zustand. Der Heilige, den wir heute feiern, liebe Schwestern und Brüder, hat es nicht leicht. Dieses Jahr begehen unsere Schwestern und Brüder aus der Reformation ein Jubiläum, 500 Jahre. Wie soll man in einem solchen Jahr, von dem wir auch im Grunde genommen infiziert sind oder in schuldigem ökumenischen Gehorsam auch unsere Verneigungen machen, wie soll man in einem solchen Jahr Petrus Canisius feiern, der diese Entwicklung für einen kompletten Irrtum hielt? Er hielt es dafür, dass jemand von außen tüchtig vor diesen Schrank, der wirklich schon ziemlich durcheinander war, dass man richtig umrumpelt und den ganzen Schrank umwirft. Nach dem Motto, wir machen einen neuen. Und der ist dann schön geordnet, so wie Jesus sich das vorgestellt hat. Was soll man mit einem solchen Mann tun? Sie merken es ja, wir feiern ihn heute. Ich hatte heute schon diverse Auseinandersetzungen zu diesem Heiligen. Einmal, weil wir uns natürlich solche Heilige immer vorstellen wie im Labor. Heilig heißt vollkommen ohne Tadel, ohne Makel. Die sind sozusagen aus ihrer Zeit herausgeschnitten und werden dann solche glänzenden Abziehbildchen. Das sind nicht Heilige, sondern sie haben auch ihre Fehler. Man kann das nicht genug sagen. Heilige sind bis zu ihrem letzten Tag, bis zu ihrem letzten Atemzug oft beichten gegangen. Warum wohl? Nicht, weil sie wussten, dass sie heilig werden, sondern weil sie ihre Fehler hatten, weil sie Sünden hatten. Vielleicht sind sie gerade darin vorbildlich, dass sie darum wussten und sie nicht verdrängten. Das ist das eine. Das zweite, wichtigere ist, dass auch hier in unserem Evangelium immer ein Wort vorkommt, das wir heute so gerne ausklammern, auch im ökumenischen Dialog, nämlich wenn es um die Wahrheit geht. Petrus Canisius war der Überzeugung, dass in der Kirche, wie er sie vorfand, und er hat daran keinen Zweifel gelassen, dass diese Kirche, wie er sie vorfand, beschmutzt ist, besudelt ist, verkommen ist, verhurt ist. Ich könnte diese Litanei jetzt fortsetzen, um sie ein bisschen zu unterhalten. Keinen Zweifel daran. Man muss nur seine Visitationsberichte lesen, die wir heute haben. Was er über den Zustand vor allen Dingen der deutschen Kirche, für die er Legat war, schreibt. Verkommenheit bis zum Abwinken. Und manchmal hat man den Eindruck, man brauchte diese Protokolle eigentlich nur heute daneben zu halten. Nur heute traut sich das niemand mehr zu schreiben. Aber viel Unterschied ist da nicht. Das führt ihn dazu, dass er nicht den Protestanten die Schuld gibt am Zustand der Kirche.
Wir denken da heute ganz merkwürdig drüber und sagen, ja, die sind jetzt irgendwie schuld, dass sich die Kirche gespalten hat. Auch ein Peter Faber, ein Kollege von ihm, der noch nicht einmal Deutsch sprach und in Mainz und in Speyer jahrelang gewirkt hat, hat gesagt, nein, nicht die, die sich abgespalten haben, haben die Schuld, sondern die, die das verursacht haben, durch ihre Verkommenheit, durch ihre Ruchlosigkeit, durch ihre Käuflichkeit, durch ihre Hurerei, von den Bischöfen angefangen, die tragen die Verantwortung dafür. Petrus Canisius nimmt da kein Blatt vor den Mund. Aber in diesem ganzen entstellten Leib, in unserem Durcheinanderschrank, in diesem Chaos, sieht er dennoch die Wahrheit. Er sieht den entstellten, geschundenen Leib Christi in dieser Kirche. Und das ist, scheint mir der springende Punkt zu sein, wie wir heute von beiden Seiten her Canisius würdigen müssen. Immer in einer geharnischten Selbstkritik, sollte für Christen eigentlich ohnehin selbstverständlich sein, wenn das erste Wort der Verkündigung Jesu war, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist also kein besonderes Kunststück eigentlich. Aber trotz aller Entstellung, Christus zu erkennen in diesem Leib. Und wenn wir sehen, welche Spur der Spaltung seit 500 Jahren durch die Christentumsgeschichte geht, dann können wir das heute noch so schön reden mit so bunten Schleifen. Versöhnte Verschiedenheit. Das ist doch eine Mogelpackung. Die ist ja schön verpackt, die ist auch verbal wunderbar wattiert und bunt angestrichen und vergoldet von mir aus, aber sie wird dadurch nicht besser. Jesus wollte keine versöhnte Verschiedenheit. Jesus wollte eine Kirche. Und alles, was dem nicht entspricht, muss sich fragen, ob es auf dem richtigen Weg ist, ob es der Wahrheit Jesu entspricht. Nicht der Status quo, weil wir zu faul, zu bequem oder unfähig sind, uns zu bewegen, uns dahin zu finden oder uns vom Geist Gottes finden zu lassen, dass die Kirche wieder eins wird. Ein Canisius hat mit jeder Faser seines Lebens dafür gekämpft. Nicht aus einem Fanatismus heraus, sondern aus dem Glauben an Christus und dem Festhalten an der Wahrheit. Er hat dabei Fehler gemacht, ja. Aber heilig ist er für diesen Kampf, für die Einheit der Kirche, nicht für die Zementierung einer Spaltung. Das ist der springende Punkt, der uns diesen Heiligen so verehren lässt, wenn er neben Bonifatius als zweiter Apostel der Deutschen verehrt wird. Wenn er, und zwar nicht nur aus politischen Gesichtspunkten, ein großer Heiliger ist, der seinen Einfluss geltend macht, auch seinen Intellekt. Diese Jesuitengeneration, ich meine, die Jesuiten können das heute noch gut, politischen Einfluss ausüben, denken wir oder sehen wir auf die amerikanischen Jesuiten, bis auf den heutigen Tag. Die haben ihre politische Agenda. Die Frage ist nur, ob sie wie Canisius diese Wahrheit Christi als Agenda haben oder ob es zweit-, dritt-, viertrangige Kriterien gibt, die man verfolgt und noch so gut gemeint, entsprechend durchzusetzen versucht. Davon war Canisius frei. Und darin bleibt er ein Heiliger und ein Vorbild.